Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Heute vor 170 Jahren starb die große englische Schriftstellerin Emily Bronte am 19.12.1848. Sie war damals gerade mal 30 Jahre alt und in diesem Jahr 2018 hat sich ihr 200. Geburtstag gejährt. Emily Bronte hat gelebt in Yorkshire in einem Pfarrhaus zusammen mit ihren Geschwistern, es waren vier, ein Bruder und drei Schwestern. Und die Geschwister waren alle sehr begabt, literarisch begabt. Sie haben früh angefangen, Gedichte zu schreiben und kleine Geschichten und haben in ihrer fiktiven Welt zusammengelebt. Emily Bronte war sehr eigenbrötlerisch, starrsinnig, eigensinnig, so wird sie geschildert. Und ihre Eigensinnigkeit zeigt sich schon darin, dass sie sich geweigert hat, einen Arzt zu Rate zu ziehen, als sie tödlich erkrankt war. Emily liebte Tiere, sie liebte das Wandern, sie liebte die Natur. Und ihr einziger Roman, Wuthering Heights, Sturmhöhe, 1848 unter dem Pseudonym Elise Bell herausgegeben, spielt in dieser Landschaft. Er ist nicht besonders gut aufgenommen worden vom Publikum, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist dieser Roman sehr modern geschrieben. Man hat verschiedene Erzählfiguren, und das war sehr ungewöhnlich zu der damaligen Zeit. Zum anderen ist dieser Roman ein sehr düsterer Roman und man kann sich vor allem, das ist ein Hauptgrund, warum der Roman wohl nicht angekommen ist, man kann sich mit den Protagonisten nicht identifizieren. Sie haben keinen sehr netten Charakter und das erschwert die Identifizierung mit ihnen. Was ist die Geschichte? Ein Liebespaar, Heathcliff, Heidklippe auf Deutsch, und Catherine Earnshaw sind unsterblich ineinander verliebt, aber Catherine entscheidet sich für einen anderen Mann. Sie heiratet einen anderen Mann, das reißt das Liebespaar auseinander und sie gehen daran zugrunde. Sie wird nach dem Tod als Gespenst umgehen und Heathcliff in ihr Grab ziehen. Und das ist eine sehr grausliche Geschichte. Eigentlich ist sie sehr trivial. Man hat so etwas Ähnliches schon gehört zu der damaligen Zeit. Es passt auch zu den Schauerromanen, die da in diesem viktorianischen Zeitalter auch immer mehr herausgegeben werden. Aber diese Geschichte wird so spannend und faszinierend erzählt, dass man sie unendlich oft lesen kann und immer wieder wird man sich begeistern für die Art und Weise, wie er geschrieben ist. Das Liebespaar, mit ihm kann man sich, wie gesagt, nicht identifizieren. Sie haben nur eigentlich negative Eigenschaften. Das ist das eine Moderne an der Geschichte. Das andere ist, dass sie beide die Landschaft, in der sie wohnen, verkörpern. Es ist die Moorlandschaft Yorkshires, sie wild, rau, einsam, schroff, aber in ihrer Einsamkeit auch wiederum herrlich. Wuthering Heights ist der Sitz der Familie Earnshaw, wo alle wohnen. Eine windgepeitschte Anhöhe, Sturm umbraust ist es gut. Und das wird deutlich vor allem an Heathcliff. Heathcliff ist ein Findelkind aus den Straßen Liverpools, das sehr früh nach Wuthering Heights kommt und in die Familie aufgenommen wird. Leider Gottes stirbt der Vater der Familie sehr früh und so ist Heathcliff ausgeliefert Hindley, dem Sohn des Hauses, dem Bruder Catherines. Und Hindley behandelt Heathcliff ausgesprochen grausam, er verachtet ihn, er weist ihm eine untergeordnete Stelle im Haus zu. Und die einzig Nette und die ihn wirklich liebt, das ist eben Catherine. Die beiden
klammern sich aneinander und klammern sich in ihrer Liebe aneinander. Trotzdem wird Catherine einen anderen heiraten, sie wird das Haus verlassen, sie wird in ein zivilisierteres Anwesen umziehen und damit hintergeht sie Heathcliff. Der Zurückgewiesene entwickelt sich zu einem grausamen Menschen, zu einem Wolf, der sie alle, die sich ihm in den Weg stellen, vor allem auch seine Liebe zu Catherine, Grausames antut. Catherine stirbt dann an der Geburt einer Tochter, findet aber keine Ruhe im Grab, denn ein Teil ihrer Seele ist ja mit Heathcliff verbunden. Sie muss durch die wilde Moorlandschaft als Gespenst geistern, will immer wieder zurück nach Wuthering Heights, klopft dort an die geschlossenen Fenster an und zieht zum Schluss Heathcliff ins Grab. Erst die Kinder aus dieser Elterngeneration werden ihren Frieden miteinander machen und Wuthering Heights verlassen. Das ist ganz kurz gesagt der Inhalt und sehr stark vereinfacht. Es ist eine wuchtige Erzählung, voller Grausamkeiten, todessüchtig, grauenerregend, aber faszinierend. Die Liebe von Catherine und Heathcliff dauert über den Tod hinaus und damit greift sie auf ein romantisches Ideal zurück, was circa ein halbes Jahrhundert zuvor in Europa entstanden war. Und dieses romantische Liebesideal dachte sich Mann und Frau in einer polaren Spannungsbeziehung, wie die beiden Pole einer elektrischen Leitung, Plus und Minus, die eben ohne einer für sich nicht existieren kann, sondern sozusagen nur zusammen. Und diese Zusammengehörigkeit, die drückt Catherine einmal in einem Gespräch mit der Haushälterin Nellie auf folgendermaßen aus. Woraus auch unsere Seelen gemacht sein mögen, sein und meine gleichen sich. Meine ganze Vorstellung vom Leben ist er. Wenn alle anderen zugrunde gingen und er übrig bliebe, würde ich fortfahren zu sein. Und wenn alle anderen blieben und er würde vernichtet, so würde sich das Weltall in etwas vollkommen Fremdes verwandeln und ich würde nicht mehr dazugehören. Meine Liebe zu Heathcliff gleicht den ewigen Felsen dort unten. Sie ist eine Quelle kaum wahrnehmbarer Freuden, aber sie ist notwendig. Nelly, ich bin Heathcliff. Ich habe ihn immer, immer im Sinn. Nicht zum Vergnügen, genauso wenig, wie ich mir selbst stets ein Vergnügen bin, sondern als mein eigenes Sein. Dieses romantische Liebesideal ist bei Emily Bronte etwas anderes geworden. Sie hat sich verändert. Um 1800 war so eine Liebe etwas Heiliges, etwas Gottnahes, eine Religion, so hat es Friedrich Schlegel einmal ausgedrückt. Jetzt ist sie eine Krankheit geworden. Sie ist pathologisch geworden, ein Fall für den Mediziner oder Psychiater. Zwei Liebende, die sich gegenseitig wechselweise in den Abgrund ziehen, ins Grab. Und diese Liebe entspricht den Abgründen der Landschaft, diesem hargen, kargen, offenen Hügelland mit den jähen Felsabbrüchen. Man blickt bis zum fernen Horizont, über den sich dann ein blauer Himmel wölbt, der durchzogen wird von wilden Wolkenfetzen und Wolkenbergen. Und wie wilde Tiere durchstreifen Catherine und Heathcliff dieses Land. Catherine sagt einmal zu ihrer Schwägerin, was Heathcliff ist, ein unbeherrschtes Geschöpf, ohne Bildung, ohne Kultur, eine dürre Wildnis von Stechginster und Basaltfelsen. Bilde dir nicht ein, dass er unter dem rauen Äußeren eine Welt von Güte und Zärtlichkeit verbirgt. Er ist kein ungeschliffener Diamant, keine schlichte Auster, die eine Perle beherbergt. Er ist ein wilder, unbarmherziger, wölfischer Mensch. Schauen wir zurück
auf Texte, die die Natur ein halbes Jahrhundert vorher schildern. Zum Beispiel im Sturm und Drang oder eben auch der frühen Romantik. Zum Beispiel in den Leiden des jungen Werthers 1774 herausgekommen. Oder dann auch in Schuberts Winterreise. Schubert hat da Texte von Wilhelm Müller vertont, einem Zeitgenossen, also kurz bevor Emily Bronte ihren Roman geschrieben hat. Hier ist die Natur ein Spiegel der menschlichen Seele. Bei Werther, da ist das Wetter gut, wenn es der Seele gut geht, ein laues Lüftchen weht, ebenso in der Winterreise. Es ist Frühling. Und wenn es der Seele schlecht geht, dann wird Herbst, Winter, Schneestürme kommen auf, das Klima und das Wetter gleichen der Seele und ihrer Stimmung. Die Natur spiegelt die Seele. Mensch und Natur, Subjekt und Objekt gleichen sich, ähneln sich in ihrer Beschaffenheit. Anders bei Emily Bronte. Die Natur spiegelt nicht mehr die Seele, sondern die Natur hat die Eigenschaften der Seele hervorgebracht, das Besondere der Seele geprägt. Sie hat sie erschaffen. Die Menschen sind Kinder der Natur. Die Distanz zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Natur und Mensch ist aufgehoben. Die Menschen passen perfekt in die Landschaft, sind adaptiert an diese Landschaft. 10 Jahre später, 1858, wird Darwin sein großes Werk On the Origin of Species herausgeben und darin seine Evolutionstheorie vorstellen. Und er schildert darin auch die Anpassung alles Lebendigen, aller Lebewesen an ökologische Nischen. Und genauso ist das eben mit Heathcliff und Catherine und Wuthering Heights, der Sturmhöhe, wo ein Aufruhr der Lüfte Sturm umbraust, dieses Gut bestimmt. Ein Besucher schildert einmal diesen Sitz der Familie. Wuthering Heights, Sturmhöhe, heißt Mr. Heathcliffs Besitztum. Wuthering ist ein trefflicher mundartlicher Ausdruck, um den Aufruhr der Lüfte zu beschreiben, den dieser Ort bei stürmischem Wetter ausgesetzt ist. Die Leute dort oben müssen zu allen Zeiten kräftig durchgeblasen werden. Man kann sich die Gewalt des Sturmes, der um die Ecke bläst, recht vorstellen, wenn man die paar schief gewebten, dürftigen Kiefern am Ende des Hauses betrachtet und eine Reihe dürrer Dornbüsche sieht, die alle ihre Arme nach einer Seite strecken, als wollten sie die Sonne um ein Almosen bitten. Wuthering Heights und die Heidelandschaft, dort fühlen sich Heathcliff und Catherine wohl, abseits vom Getriebe der Welt. Diese Landschaft ist, wie der Besucher sagt, Zitat, ein echtes Paradies für Menschenfeinde. Die Landschaft prägt die Menschen reagieren auf die Landschaft. Heathcliff schäumt wie ein tollwütiger Hund. Als Catherine im Sterben liegt, er ist kein menschliches Wesen mehr, so wird er geschildert. Und später, als er Wuthering Heights erworben hat, wird er sich Hunde halten, die sich wie Wölfe gebärden. Ein Besucher schildert, wie eine Hundeherde auf ihn einstürmt, eine wilde Hündin, die sich wie ein Wolf gebärdet. Und zwei grimmig zottige Schäferhunde, die sich auf ihn stürzen. Und auf einmal kommen aus verborgenen Winkeln des Raumes 6 weitere vierfüßige Furien, die ihn ernstlich zu verletzen drohen. Und Catherine? Heathcliff schildert sie, als sie im Sterben liegt, auf sehr eigentümliche Art und Weise. Du verdienst dein Schicksal. Du hast dich selbst getötet. Du hast mich geliebt. Wer gab dir das Recht, mich zu verlassen? Catherines Verrat an Heathcliff ist ein Verrat an sich selbst,
an ihrer eigenen Seele, an der Natur und der wilden Landschaft, in der sie wohnt. Es zieht sie nach ihrer Heirat weg in eine zivilisiertere Gegend, ein zivilisierteres Gut, aber sie verrät dadurch ihre Heimat und ihre Seele. Sie verrät Heathcliff und sie muss dafür bezahlen mit dem Tod. Als Gespenst muss sie weiterleben, bis sie mit Heathcliff vereint ist. Sie und er bilden ja nur eine gemeinsame Seele. Und ohne ihn ist nur ein Teil sozusagen, liegt im Grab, der andere sehnt sich nach dem anderen. Er lebt eigentlich, auch im Grab lebt diese Seele weiter. Sie sagt einmal sinngemäß, sie wünsche nur, nie von ihm getrennt zu sein. Und dass Heathcliff nach ihrem Tod daran denken solle, dass sie unter der Erde den gleichen Kummer empfinden werde, wie er, der er noch lebe zu der Zeit. Das Ganze endet, wie gesagt, schrecklich. Der Sturm, der um die Sturmhöhe braust, bringt ihren Geist und die Tote pocht an die geschlossenen Fenster in stürmischen Nächten und begehrt Einlass. Der Besucher, der zu dieser Zeit in ihrem Zimmer schläft, wacht auf und hört ein ganz besonderes Geräusch. Es war, Zitat, nur der Zweig einer Föhre, der im Sturm manchmal gegen das Fenster schlug und dessen trockene Zapfen seltsam rasselten. Der Besucher öffnet das Fenster und eine Hand, klein, eiskalt, umfasst die seine. Es ist die Tote. Und die Tote raunt: Ich bin wieder da. Ich hatte mich im Moor verirrt. Ich bin seit 20 Jahren heimatlos. Und das geht so lange, bis man eines Morgens den alten Heathcliff, so alt ist er damals noch gar nicht, er hat nicht lange überlebt, tot auffindet. Seine geöffneten Augen sehen wild und durchdringend drein und er scheint zu lächeln. Ein schrecklicher, fast lebendiger Ausdruck des Frohlockens liegt auf seinem Antlitz. Heathcliff hat vor seinem Tod bestimmt, dass kein Geistlicher ihn ins Grab legen soll und kein Segen über seinem Grab gesprochen werden soll. Dort wird er Seit an Seit neben Catherine liegen, das hat er so bestimmt. Und dann im Grab sind die beiden Teile dieser geeinen Seele vereint. Aber immer noch wird man die beiden in dunklen Nächten und düsteren Tagen über die dunkle Moorlandschaft wandern sehen und immer wieder schildern, dass Wanderer, die nach dem Tod der beiden durch diese Landschaft wandern. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem grauseligen Roman, der so wunderbar in diese dunkle Jahreszeit passt.